Hallo liebe Stunde, liebe Fans, heute bin ich euer Adventstürlein. Ich bin aber kein Zuckerli, kein Leckerli und auch kein Schnäpsli, sondern ich erzähle euch eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe nicht so viele Weihnachtsgeschichten erlebt, aber die war eigentlich ganz lustig, weil sie mein erstes Erlebnis auf der Bühne war. Nach der Flucht aus Pommern, das war so kurz nach dem Kriege, bin ich in der Lüneburger Heide gelandet, in einem kleinen Dorf, ein paar hundert Seelen und die Lehrerin. Wir hatten 1 bis 4 Klassen, waren immer in einem Raum. Jedenfalls hat sie mich ausgewählt, um den Knecht Ruprecht zu spielen. Das war auch mein allererster Bühnenauftritt. Da waren wir also in dem Dorfgasthof auf der Bühne. Und jedenfalls sollte ich den Ruprecht, wie gesagt, spielen und hatte natürlich auch einen Sack. Und bevor ich also losging, habe ich das so alles so schön kontrolliert als Knecht Ruprecht. Aber was mir nicht aufgefallen ist, ich habe den Sack vergessen. Und sagte also, hätte zu sagen gehabt, also, hier ist noch ein Loch im Sack, das stopfe noch. Und ich war also auf der Bühne und merkte, der Sack ist nicht da. Ich bin also losgestiefelt ohne Sack, hatte aber eine Joppe an. Und da fiel mir als Sechsjährigen, also ich fand das ganz schön pfiffig und schlagfertig, sagte ich, hier ist noch ein Loch in der Jack, das stopfe noch. Und das ging auch komischerweise auf. Es wurde auch ein bisschen gelacht. Vielleicht haben die Leute gemerkt, dass der Sack gefiltert hat. Aber die Jacke ging auch. So, das war meine Geschichte. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen.